Servus und grüß euch zum Verdammt Teil 6, beziehungsweise wie ich um die Jahreszeit, wir haben jetzt den 30.08.2022, wie ich um die Jahreszeit mit jedem einzelnen Volk umgehe. Ich sage extra Volk, da ist die Beute in dem Sinn komplett egal, ob es eben die Zanderbeute ist, die Tarantbeute oder meine Mini-Plus-Völker. Die Schritte sind in dem Sinn identisch und vorneweg klären wir gleich, warum ich bei der AS-Verdunstung die Dochgröße 2 verwende. Als ich das erste Mal die neuen Verdunster im Einsatz hatte, hielt ich mich natürlich auch an die Betriebsanleitung. Kannte mich ja damit auch noch nicht aus, sprich Dochgröße zur Beutengröße. Musste aber schnell für mich feststellen, dass das nicht passt. Der Kleinste hat mir einfach viel zu wenig durchgelassen und der Größere, sprich Dochgröße 3, hat damals bei meinen Tests 50 bis 60 ml AS pro Tag verdunstet und das war mir einfach zu viel, das war auch den Völkern zu viel. Und bei der Größe 2 haben wir einen tollen Effekt, wir haben genau 25 ml, maximal 30 ml und das ist genau die Tagesration, die aus der Erfahrung von mir jetzt zeigt, die wo gepasst hat. Sicherlich gibt es mal einen Docht, also Dochgröße 2, der ausreißt oder der schlechter ist, was heißt schlechter, der wo mehr durchlässt, also bis zu 40 ml. Deswegen kontrolliere ich ja auch nach 24 Stunden die Verdunstungsmenge und wenn eben die 25 bis maximal 30 ml passt, dann ist alles in Ordnung. Sollte es mehr sein, sprich 30 bis 40 ml, wird der Docht einfach ausgetauscht und gegen einen neuen Dochgröße 2 ersetzt. Normalerweise funktionieren die zwei optimal, nur ab und zu hat man eben Ausreißer. Das ist nicht tragisch, deswegen kontrollieren wir noch 24 Stunden. Und das Gute ist, wenn man einmal so einen guten hat, der 25 ml durchlässt, hat man nächstes Jahr auch wieder einen, der 25 ml durchlässt. Das sprich, der hat keinen Qualitätsverlust. Einmal 25 ml, dann hat er das nächstes Jahr auch. Von dem her, deswegen verwende ich die Größe 2 und jetzt gehen wir zum Tarantvolk. Ja, als erstes schauen wir jetzt gleich mal, ob die AS komplett verdunstet ist und nehmen wir auch den Verdunster raus. Den brauchen wir dann dieses Jahr nicht mehr. Behälter ist leer. Hier sehen wir schön die Wellen, wenn es ein bisschen kälter war, wie weit hoch die AS auf dem Tuch gestiegen ist. Kann ich euch noch zeigen. Ja, ihr seht hier ein neues Tuch oder ehemalig neues Tuch und eben die Wellen der AS-Säure. Wenn es frisch wird, zieht sich die ganze Sache eben weiter nach oben und der Behälter ist komplett leer. Das passt soweit. Und jetzt schauen wir, ob die Königin nach der Behandlung wieder stiftet. Ich habe jetzt auch alle Völker, alle Zandervölker schon so jetzt im gleichen Schema durchgeschaut. Eben der erste Schritt ist die AS komplett verdunstet. Der zweite Schritt ist, stiftet die Königin noch? Ist die Königin da? Ich kann jetzt auch schon ein bisschen spoilern. Alle Zandervölker, die ich dieses Jahr mit AS behandelt habe, stiften wieder. Die Königin ging nicht verloren oder keine Königin ging verloren. Und ich, wie gesagt, ich habe jedes Volk zweimal behandelt. Bis auf dieses. Dieses habe ich dieses Jahr nur einmal behandelt. Bin aber noch am Überlegen, wenn das Wetter passt, ob ich nicht trotzdem noch eine zweite Runde mache, weiß ich jetzt aber noch nicht. Gut, als nächsten Schritt kontrollieren wir Königin da und ist die schon in Eilage. Aus meiner Erfahrung kann ich euch sagen,
Die Königin hört auf zu stiften, das stimmt, macht eine Brutpause, aber ich habe keine Brut, die ausgeräumt wird. Das habe ich nicht. Aber sie macht eine Brutpause, wo ich jetzt persönlich jetzt auch nicht tragisch finde. Da bauen sie aus. Alles schön verkittet. Schau mal gleich ein bisschen weiter ins Brutnest. Die Futterrämpchen brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Man merkt jetzt um die Jahreszeit auch, dass die Völker aggressiver werden, weil die einfach wissen, der Winter kommt, alles was uns jetzt genommen wird, müssen wir so hart verteidigen. Wundert euch nicht, wenn, wie gesagt, wenn ihr ein ruhiges, angenehmes Volk im Sommer hat, jetzt, wenn es jetzt ein bisschen aggressiver wird, das kann rein auch an der aktuellen Lage liegen, dass es jetzt wieder Richtung Winter geht. So, wir sehen jetzt da, zumindest sehe ich es schon. Nehmen wir mal hier ein komplett verdeckeltes Brutnest. Verdeckelt, aber keine Stifte und keine Maden. Aber ein schönes Brutfeld. Nicht wundern, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Rähmchen drin, da ich einfach für den Dant keine Ersatzrähmchen, also Futterersatzrähmchen besitze, möchte ich einfach ausreichend auffüttern, damit die ja schön über den Winter kommen und ich nicht jetzt mal gleich einen Futterteig zücken muss, sondern vielleicht einfach nur ein Rähmchen einsetzen kann. Das würde ich aber euch allen empfehlen, egal ob es Zander, Mini Plus ist, schaut, dass ihr einfach ein bisschen Reserve habt. Das schadet nicht und kostet ehrlich gesagt auch nicht die Welt. So, was sehen wir hier? Keine Königin zum Beispiel und auch keine Königin, aber Stifte. So, das heißt, Stifte. Königin hat eben die angesprochene Brutpause durchgeführt. Ich schaue jetzt mal, ob ich euch die Stifte einfangen kann. Das ist immer ein bisschen schwierig. Seht ihr sie? Jetzt sehen wir sie. Also sie ist wieder am Legen. Das Gute ist, wenn man schon einmal bebrütete Wabe hat, ein bisschen dunkel ist, dann sieht man die Stifte ja schöner auf der Kamera. Aber ihr seht es ganz deutlich. Hier ist die Königin wieder am Stiften. Beim genaueren Hinsehen haben wir sie dann doch entdeckt. Wirklich am letzten Rämpchen war sie. Also hier geht's gut. So, schieben wir das Ganze zusammen. Also der erste Punkt war prüfen, wo wir die Königin da vorne prüfen, ob die alles komplett verdunstet ist. Der zweite Schritt war Königin vorhanden und anschließend prüfen, ob die Eilage wieder vorhanden ist. Dann schieben wir das Ganze wieder zusammen. Bringen Sie Ihr Ski zurück. Ich glaube, einen kleinen Druck kriegen Sie da noch.
so passt es wieder. So, wir haben jetzt geprüft, ob die alles verdunstet ist. Wir haben geschaut, ob die Königin da ist. Wir haben Stifte gesehen. Als nächsten Schritt machen wir eine Gewichtskontrolle. So, wir haben auf der ersten Seite 15 Kilo. Auf der zweiten Seite, das ist ein bisschen weniger, 12 Kilo, 27 Kilo, minus 15, haben wir 12 Kilo Futter aktuell in der Beute. Die Schritte mache ich jetzt bei jedem Volk. Als nächstes reinigen wir die Windel. Wenn die Windel richtig schmutzig ist, empfehle ich euch so einen breiten Schaber. Da geht es ratzfatz. Bei so kleinen Brösel brauchen wir eher einen Besen. Jetzt eben wird die Windel komplett gereinigt, damit wir anschließend auch den Totenfall der Milben zählen können. Und so gehe ich jedes Volk durch, schreibe mir das auf die Stockkarte und weiß dann, wenn der Futtersatz passt, also wenn die Futtermenge passt und die Milben nicht mehr großartig aufpoppen, ist das Volk eigentlich für mich Ende August fertig für den Winter. Das Volk kriegt jetzt noch Flüssigfutter. Von mir war es jetzt auch wieder mit Teil 6. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen, würde mich freuen. In dem Sinne, pfiat euch und anders mal.